Reste von Schnee und Eis halten sich hartnäckig am Auto, auch Streusalz hat Spuren hinterlassen. Soll man auch im Winter in die Waschanlage fahren oder ist das keine gute Idee? Mehr zum Thema, wer für Schäden aufkommt, so vermeiden Sie Ärger nach Waschanlagenbesuch. Ein einfacher Trick, wie Sie schnell Ihre Autobatterie überprüfen: Spray oder Eiskratzer, so bekommen Sie die Scheiben eisfrei. Scheibe von Reif und Eis befreien. Tipps gegen Kratzer beim Kratzen: Autofahrer sollten bei Frost am Tag nicht in die Waschanlage fahren. Zurückbleibendes Wasser kann dann unter Umständen an den Bremszetteln oder den Türdichtungen gefrieren, erklärt Philipp Schreiber vom TÜV Süd. Waschanlage: Auf leichte Plusgrade warten. Man wartet lieber auf leichte Plusgrade. Ist das Auto sehr verschmutzt, kann man Scheinwerfer und Scheiben mit einem Lappen säubern. Warte Dollar gleich J Querino Konflikt, war Wutingesetz ob Jerich 5764 gleich New Wutingesetz 5764 5334 40 http://www.t-online.de/.vo-tng/.com/http://www.t-online.de/.vo-tng/.tempelates0. Vielen Dank für die Teilnahme. 4, 2, 24, Raute BC0004, Raute F9E5E6, TUI 34.240.000, Auto, Wutingesetz, Umfrage, 3, Umfrage: Wurde Ihr Auto schon einmal durch eine Waschanlage beschädigt? Ja, das ist mir schon einmal passiert. Nein, bislang gab es keine Schäden am Auto. Kein Kommentar. Zwischen Ergebnis//, falls der Blockmodus aktiviert ist und der Benutzer schon abgestimmt hat, Blocken Wutingesetz ob Jerich 5764 Check Footing Block. Generell sollte das Auto im Winter aber sogar häufiger gewaschen werden als in anderen Jahreszeiten, sagt Schreiber. Die Verschmutzung ist einfach höher. Und auch Salzrückstände sollten regelmäßig runter, da sie die Korrosion beschleunigen können. Der ADAC rät, bei kalter Witterung Waschstraßen anstelle von offenen Waschportalen zu bevorzugen. Waschstraßen seien demnach in der Regel ordentlich beheizt, das Auto trocknet.